Halli, Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Terraria. Wie man sieht, das Haus sieht immer noch. Lukas? Hey Lukas, würdest du mal bitte im Bett schlafen, damit du nicht andauernd, wenn du stirbst, das gesamte Haus kaputt machst? Ah ja, Entschuldigung. Ich stehe eh nicht leid. Ui! Das, unser Bett, würde ich sagen, bauen wir eh nachher in den Turm auch rein. Ja, klar. Wie hoch hast du das gemacht? Tom, wie hoch hast du das gemacht? Das ist noch nicht ganz vollendet. Alter, ist ja Hammer. Es ist besser als beim, als wir so mal gespielt hatten, die riesige, Höhe von, Holzplattformen, die dann erstmal bis zum Ende der Karte ging. Okay, ich guck mal auch. Jo, das läuft. Es ist ein bisschen übertrieben. Wie gesagt, es ist noch ganz oben. Halt. Okay, klar, warum nicht? Also ich bluff auch nicht. Na, ist klar, ne, ist okay. Also ich zieh's durch. Eiskalt. Nur was wollen wir in den Turm reinbauen? Was? Was wollen wir in den Turm reinbauen? Na, die ganzen Zimmer. Alter, wir haben hier unten schon fast genug Zimmer. Da oben halt so für jedes Raum hin. Jeden Raum. Naja, wir können ja da gut viel mit Möbel arbeiten. Also diesen Deko-Möbeln. Das Schlimme ist, ich Idiot hab das Seil nicht mittig platziert. Naja, dann darfst du das ganze Seil nochmal abreißen. Und nochmal setzen. Klar, warum nicht? Dann würde ich aber mit Blöcken bauen zum Abzählen. Na, ich muss ja nur hier unten die Grundfläche einmal abzählen. Ja, ja, genau. Aber. Dann solltest du dich aber nicht vertun. Sonst zeige ich die ganze Arbeit nochmal. Noch geiler wäre es, wenn das Ding keine Mitte hat. Doppelte Mitte oder was? Ja, das wäre dann kacke für dich. Dann setze ich das halt doppelt. Ja, oder über da, wo jetzt diese Holzfackel ist, weißt du? Eine Holzfackel, Fackel. Ach, hier unter mir. So. Habt ihr denn die ganzen Kisten hingetan? Die sind ganz oben. Und pass auf, das sind alle geordnet. Das heißt, ganz rechts sind Blöcke, dann kommt halt Fackeln, Licht und Pflanzen, dann kommt halt Sachen von Monstern und halt für die Bossmonster. Dann kommen Erze und dann ganz hinten kommen Rüstungen und Waffen. Nicht, ich hab noch zwei Türen. Ja, super. Habe ich jetzt schon neue gebaut. Brauche ich jetzt gerade nicht, aber vielleicht brauchen wir was für einen Turm. So, ja, Wir haben es aber auch beschrieben, ne? Der Turm ist 14 Blöcke breit. Läuft, Dann mach ich zwei Seile. Wie macht sieht das aus, wenn es mit zwei Seilen nebeneinander? Na, das ist denn dieses halb geknöpfte. Das sieht ziemlich scheiße aus, oder? Dann will ich halt eine Seite aus. Oder? Ja, also ich bin echt weit oben, weil die Schwerkraft nimmt schon ab. Wie könnte man es noch machen? Nee, ich mach's einfach möglichst wie es geht. Oder du machst das über die Fackel wirklich, also da wo ich die Fackel habe. Das sind, warte, wie viele? Ich guck mal, wie viele Blöcke das sind rechts. Von links bitte. Von links? Ja, von links aus, die Anzahl der Blöcke, weil ich die linke Turmseite hier bin. Dominik. Das sind 9 Blöcke frei, also 10. Block von links. Okay. Mit Wand gezählt oder ohne? Ohne. Okay. Und dann können wir ja sehen, ob es klappt. Wenn nicht, hast du Scheiße gebaut. So, keine Angst, ich baue jetzt mal das Bett ab. Also jetzt am besten kurz nicht sterben.
Was? Ich spring schon runter. Scheiße. Ja, dann hält dich am Seil fest. Welches Seil? Das habe ich schon abgebaut. Dann hast du ein Problem. Dann musst du das ganze Haus nochmal abbauen und nochmal hingeben. Als Strafe. Einfach weil ich es kann, ne? Als Strafe, ja, weil du Kacke gebaut hast. Mal wieder. Also ich baue das, jetzt das Bett mal unten im Turm rein. Also den gesamten Turm mit Wänden auszukleistern, das wird ein Spaß. Ja, ich hab die Grenze erreicht. Aber ich baue dann noch so ein schönes Spitzdach. Ja klar, mit Ausguck aber, ne? Ja klar. Super, ich muss das erstmal woanders hinstellen. Wir können ja oben noch im Turm noch nicht schlafen, solange der gesamte Turm nicht. Ja, so das Bett steht jetzt ganz unten. Der 10. Block hast gesagt. Ja, genau. Ja, 10. war's, ja. Wenn nicht, wirst du es sehen. Oder auch nicht, weil ich seh's ja nicht, weil ich stehe ja oben und klatsch die ganzen Seile ran. Naja, wenn du ganz unten, wenn du das ganze Teil fertig gebaut hast, dann siehst du's. Hey, da war Tom. Ja, jetzt muss ich das andere Seil abbauen. So. Ja, das Problem ist. Die Möbel baue ich jetzt erstmal ab. Also. Ja, ich kleide denn unser Haus nochmal mit Seilen aus, ne? Ach du Scheiße. Wir können dann mal alle von oben runterspringen und wer zuletzt das Seil denn berührt. Also sozusagen. Ja, ja. Wer bremst, verliert oder was? Lukas! Ja, wenn man stirbt, hat man verloren und wer halt als am weitesten nach unten kommt, weißt du? Das ist gar nicht mal so schlecht. Und alle klatschen dann auf den Boden auf. Warum machst du hier ganze Seile hin? Weil ich die Wurfseile habe. Neu, ja. Es gibt einen Maler. Cool, es gibt Maler. Es gibt Maler. Es gibt Maler. So, okay. Mal gucken, wo es. Alter, was soll das mit den Seilen? Ja, ich brauche wieder Seile, Rohseile. Ich baue die doch einfach gleich wieder. Ich habe ein paar Rohseile, wenn du willst. Ja, gut. Wie viele denn? Pack mal ganz kurz 90. Die ganzen Möbel in die Erzkiste rein. Müsstest du es erstmal tun. Du gibst mir die. Und baust mal die hier sind ab. Mit der Spitzhacke einfach. Danke. Bitte. Erde und. Ich pack mal ein bisschen Erde. Erde darf nie mehr als ein Stack drinne sein. In der Kiste. Der Rest wird weggeworfen. Weggeworfen? Weggeworfen. Ach, Dominik, du bist mir schon so weggeworfen. Weggeworfen. Ich so, fahre. Ich gehe mal ein bisschen links und nach rechts. Ah, fuck. Jetzt kann ich ja mittlerweile die Türen wieder aufsperren. Okay, die eine ist schon wieder aufgesperrt gewesen. Ja, die habe ich schon mal wieder aufgemacht. Gut. Na, das ist doch gut. So, jetzt muss ich nur noch. Jetzt suche ich mal den Maler. Was der so gibt, aber was ich denke mal so ein paar schöne Banner. Okay, der wird nicht mitten im Schneegebiet sein. Das glaube ich jetzt nicht. Da wäre er schon abgehauen. Ich baue mal das Bett wieder woanders hin. Da steht jetzt nämlich da, stand es ein bisschen im Weg. Man kann die Tür nicht richtig aufmachen. Da ist er ja. Oh, ich habe gerade einen Fackel abgebaut. Mist. Geschäft. Was war das denn? Soll es da ja eigentlich denn auch durch die Zimmer gehen? Dominik? Was?
Was seid ihr noch durch die Zimmer gehen? Klar, sonst kommst du ja nicht hoch. Ja, nee. Okay, nee, ich meine, so bis hier würden wir ja über die. Brauchst du noch Seite? Ja, nee, nicht nach ganz unten, nicht nach ganz unten, nur bis zum. Nur ab dem Turm. Also nur ja, ab Dachgeschoss. Das geht immer einfach. Beim Maler können wir Pinsel kaufen, um die Blöcke zu ändern, um Wände zu ändern und Farben. Oder farbig? Farbig zu machen, also grüne Farbe, gelbe Farbe, rote Farbe. Wir können ja unser Dach rot streichen. So ziegelmäßig. Soll ich das machen? Ja, ich mein wen. Mal gucken, wie weit ich mit einem Eimer Farbe komme. 42. Aber dann wäre es sinnvoller, Steine zu benutzen. Die sehen, glaube ich, dann mehr aus wie Ziegel. Rote Ziegel oder was? Naja, dass du denn das Ganze. Warte mal, ich werf mal Lehmblöcke runter. Lehm? Ja, Lehmblöcke. Okay, gut. Also. Nein, schaff's nicht. Da musst du. Ey, cool, hab ich jetzt. Ja, ja, werf mal noch weiter runter. Warte. Okay, also die Person in Terraria beschleunigt schneller als ein Item. Ich hab sogar fast Lukas Lehmblöcke wieder eingeholt. Ey, mein Seile! Nein! Also du hast die Seile verloren, oder? Ja. Sehr schön. Der Megaturm, ey. Yeah. Ich hab Seile. Nein, du machst das Haus kaputt! Haben wir da noch irgendwie Lehmblöcke? Lehmblöcke? Nö, Lehmblöcke haben wir nicht mehr drin. Da ist mir klar, dass wir keine in den. Die können wir doch einfach farmen gehen im Untergrund. Ja, dann Lukas, mach mal. So, wo gibt's denn Lehmblöcke? Im Untergrund. Einfach im Untergrund. Und wie erkenne ich die? Sieht aus wie Erde, nur ein bisschen anders. Rötlich, ja. Rötlich, ja. Ein großer Gott. Sieht doch ganz geil aus, ne? Wo soll ich denn gehen? Überlegen, ob wir das Dachrinn vielleicht etwas dicker machen. Schön. Können wir gerne machen. So, 2-3 Blöcke dick. So schutzmäßig. Ja, ganz toll. Lukas ist einfach unser Rohstoff-Nigger. Merk schon. Ich liege! Und Scheiße, ich hab's meinen Spot zu setzen. Du musst das Haus reparieren. Nee, ich bin ja nicht gestorben. Achso. Tja, ich dachte. Ich würde sagen, das Bett platzieren wir aber nochmal oben, ne? Ja, natürlich, das kommt nachher in den Turm rein. Ganz oben. Wir können ja denn auch einen Wasserschacht, ein Wasserbecken vor das Haus bauen. Also mit Holz klappen. Ich muss mal. Dass wir drüber laufen und dann einfach beim Fallen permanent festdrücken. Das soll dann schön im Wasser bleiben. Wenn Lukas denn jetzt in die. Wer ist jetzt vom Haus weggerannt? Ah, ich hab Lehm gefunden. Schön. Was anderes haben wir von dir auch nicht erwartet. Ja, ja, ja. Was anderes von dir nicht verlangt. Ich guck mal, was passiert, wenn ich die roten Ziegel rot färbe. Wenn ich da hochkomme. Willst du ein Seil? Nee, ich hab. Danke. Nichts geschieht. Versuch mal hier die. Die sind ein bisschen kräftiger. Ne? Naja, nicht wirklich. Versuch mal jetzt hier einen Stein, einen grauen. Ich kann Stein nicht umfärben. Geh mal her. Nee, das geht nicht. Ich verbrauch die Farbe ja gerade. Das geht nicht.
vielleicht nur Hintergrund erleuchtet. Nein, aber Holz kann ich zum Beispiel verfärben. Hier, warte, ich geb dir mal ein paar Leben. Willst du auch einen Stein anmalen? Ah, wir könnten oben den Holzhintergrund könnte ich rot färben. Wie? Oh. Also oben im Dach war was. Genau. Ja, es war halt so ein gewünschten. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ja. Ich bin sprachlos. Ja, aber ich fange an, das Dach zu färben in der nächsten Folge. Dominik ist die Langpart satt. Ja. Naja, dann erstmal tschüss. Tschüss. Tschüss.